So, jetzt habe ich aber keinen Hardman mehr. Dann dauert das jetzt halt ein bisschen länger mit dem kaputt machen. Coil. Das ging ja fix. Komisch. Nein, das geht schon mal nicht. Diesel? Nee. Magnet? Nee. Mit Hartmann habe ich noch einmal. Nee, zweimal. Kopfschuss. Tja, was macht man gleich mit der nächsten Stufe? Ja, wenn ich überhaupt da hinkomme. Du hast ja noch volle Energie. Ja, aber ich krieg den, glaube ich, nicht tot. Also, weil irgendwie Hartmann funktioniert bei ihm nur. Und dein normaler Schuss bringt auch nichts? Nee, der prallt auch ab. Boah. Ah, der geht, okay. Ja, der geht. So, nun, so. Jetzt ist die Frage. Also es kommt ja extra diese Plattform da oben. Ja, also, das muss ja irgendwas... Ja, da muss das da auch mit zusammenhängen, denke ich. Und du kannst, wie du schon probiert hast, eben nicht unters Horn durchschießen. Das klappt nicht, ne? Nee. Snake auch nicht, ne? Ah, hast du gerade, okay. Snake, Snake, Severus, Snake. Das geht nicht. Das geht nicht. Irgendeiner muss ja funzen. Das ist jetzt gediegen. Ja, das sagt er sehr gerne. Ich raff's nicht. Oder musst du irgendwie noch was abwarten, dass er nochmal irgendwie da rauskommt? Du musst erst eine Weile ausweichen und dann kommt er irgendwie da raus kurz und dann kannst du ihn treffen. Nee, da kommt ja nur da unten diese Faust, die mir dann quasi hilft, da hochzukommen. Oder musst du da in den... Ist das dein Mund oder was ist das da? Musst du da irgendwie rein? Nee. Ich schätze mal, ich muss irgendwie da oben drauf, nur ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Kannst du mit dem Hund hinfliegen? Ja. Do it. Vielleicht musst du einfach nur auf den Kopf springen, wie bei Mario. Toll. Und dann ist er tot. Jetzt Sparkman. Ja, das hat's auch gebracht. Ich habe noch einen Energietank. Ja, cool. Nee, den hebe ich mir auf. Ja, wenn wir wissen, wie der geht. Wenn ich tot bin, dann wird der, glaube ich, gespeichert, der Energietank. Also wenn ich Game Over bin. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich den denn jetzt hin? Weil jetzt habe ich keinen... Achso, der Dratzemann, das funktioniert ja nicht. Schmeißt du mit Radiergummis? Ratzemann. Hier, der Rasier... Bar. Rasierbar. Ich glaube, ich habe noch gar nicht alle Folgen bei den Fuckkissen in den Playlist gepackt. Eigentlich müsste ich das getan haben. Dachte ich. Ja, aber die neuesten von gestern und so auch? Ich dachte. Ja, wenn du das gemacht hast, dann ist das ja okay. Ich glaube schon, ja. Eigentlich sollte das so sein. Kannst ja nochmal zur Sicherheit gucken, aber sollte eigentlich sein. Ja! Okay, man muss. Snakes muss man in den Kopf reinschmeißen. Snakes in den Kopf reinschmeißen. Weiß Bescheid, hör mal. Ja, gewiss. Gebiss, Gebiss. Nein! Oh, das war Glück, dass ich da nicht getroffen wurde. Jetzt könntest du gleich einen Energietank nehmen. Du weißt jetzt ja, wie es funktioniert. Ja, ich brauch den ja noch nicht. Also nee, ich sag schon. Achso, ich hab grad die Energie verwechselt. Entschuldigung. Lustig, dass ich davon nicht getroffen wurde. Von den Fäustchen. Komm her! Komm her! Immer weil der Wichser mich trifft. Jetzt könnte ich ihn mal nehmen. Mhm. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Kann ich verstehen. Mir ging das ähnlich heute beim Endgegner von Silent Hill.
Ich wollte es unbedingt schaffen. Okay, noch einmal muss ich. Bist du noch da, Dave? Ja. Achso, das ist schön. Hab nur nicht viel zu sagen. Wow. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Bye, Unimond. Es ist vorbei. Oder? Oder? Es ist vorbei. Bye. Was ist jetzt los? Where's Dr. Wily? Oh no, too late. Mhm. He's too late? Okay. Epilog. Wer will lesen? Mega Man, you've regained consciousness. I found you lying here when I arrived. Muss ich das weg? Nee. I wonder who brought you here. This whistle, it must have been Proto Man. I'll be able to be a table. Fand das gestern so geil bei Dune. Oder wo Number das list. Achso, Number ja. list of robots made by Dr. Wright. Number list? Alec Man, Atomic Energy. Das ging viel zu schnell. Nummer 7, Fireman Waste Disposal Robot. Bombman Ground Disruption Robot oder sowas. Iceman Antarctic Investigation Robot. Nummer 4, Gutsman. Der. Man macht einen Gutsman hier mit. Achso, das sind jetzt noch die aus dem ersten Teil. Cutman, Timber, ich konnte es nicht lesen. Housekeeping Robot, super. Mega Man, former assistant to Dr. Wright. Proto Man, new robot prototype, brother of Mega Man. Hat nicht mehr dahin gepasst auf die kleinen Zeilen. Ein Baum. Und da oben ist Proto Man. Stuff. In the name of love. Nummer 17, Neil Man. Nobuhiko Akatsuka. Nummer 18, Magnet Man. Nagashiki. Oder so. Nummer 19, Gemini Man. Oder Gemini Man. Gemini. Yoshito Hattori. Nummer 20, Hardman. Katsuhiko Oguro. Kannst du hinkommen, ja. Nummer 21, Topman. Yasushi Konjiki. Nummer 22, Snake Man. Nummer 23, Sparkman. Mikihiro. Miki Lauda heißt der. Nummer 24, Shadow Man. Takumine Yoshida. Nee, Yoshi doch. Yoshi doch. Gut. Julle. Wir haben das Spiel geschafft. Yay, Glückwunsch. Yay, dankeschön. Gratulation. Danke. Julle. GMA. Ja. Kommst du mit zu Bishi Daihatsu? Ich muss, das hat, muss ein bisschen bei mir erst wirken. Ja, macht nichts. Okay, es war zum Ende hin, also ich hab's mir schwerer irgendwie vorgestellt, den Rest. Doch, okay. Ja. Also ich fand's ja schon anspruchsvoll. Ja. Mikro. Aber nicht so anspruchsvoll wie die vier Spacken da Gamma. Ja, wir wissen ja auch nicht, wie du dir das vorstellst, ne? Richtig. Ja, die vier Gamma-Roboter, die waren schon schwer, also die waren echt schwer. Die hätten die sich aber eigentlich auch sparen können, weil die dadurch das Spiel nur irgendwie künstlich in die Länge gezogen haben. Finde ich jetzt persönlich. Jo. Also mir, Presented by Capcom. Mir gefällt dieses Spielreihe sehr gut, muss ich sagen. Ich will mir die auch irgendwann mal antun. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Also Teil 1, 2 war... Also ist auf jeden Fall besser als der dritte. Also okay. Mir gefällt es halt nicht, diese Gamma-Fuzzis. Die, die kommt, gibt's nicht. Erst in diesem Teil, oder wie? Ja. Kommt ich glaube, die gibt's aber auch im vierten. Das ist ja für Alex sowieso irrelevant. Der spielt ja sowieso als erstes im ersten Teil. Ja, wenn, dann spiele ich die chronologisch, ja, klar. Sag ich ja. Jo. Willst du was zu deinem Nachfolgeprojekt sagen? Ja, mein Nachfolgeprojekt wollte ich heute, beziehungsweise eigentlich am Donnerstag schon aufnehmen. Aha.
Konnte ich aber nicht, weil die Batterie in der Cartridge leer ist. Und da ich zwischendurch abspeichern möchte, kann ich das jetzt nicht spielen. Muss ich jetzt warten, bis ich beim Dentist bin, damit ich die Cartridge aufschrauben kann. Aha. Und die Batterie wechseln kann. Okay. Das sagt jetzt aber noch nicht viel über das Spiel aus. Es ist für den Game Boy Mario Land 3 bzw. Mario Land. Ah, cool. Ah, mein Nachfolgespiel zu meinem Super Mario Land 2 Let's Play. Genau. Ah. Ja. Ja. Es wundert mich jetzt halt nur, dass die leer ist. Das ist die erste Cartridge, die leer ist. Ich wusste gar nicht, dass da Batterien drin sind. Ja, da muss, irgendwie muss der Speicherstand ja festgehalten werden. Und die gehen irgendwann leer? Ja. Das habe ich ja noch nie gehabt bei einem Spiel. Ja, nee. Das ist auch bei, zum Beispiel bei NES-Spielen oder bei SNES-Spielen, da ist das auch überall, wo, ne, wo du speichern kannst eigentlich bei den Cartridges. Aha. Wo du nicht eine extra Memory... Ich glaube, die Memory-Cards, die können sogar auch leer gehen, das weiß ich gar nicht, von der Playstation. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich habe mich früher als Kind immer gefragt, warum das nie abgespeichert bleibt, zum Beispiel, wenn man irgendwie was geschafft hat. Ja, zum weil Beispiel du auch doof warst. Nein, zum Beispiel Highscore-Listen und so werden dann auch nicht gespeichert, ne? Oder wie ist das? Also eigentlich, wenn die Batterie leer ist, dann ist das Spiel eigentlich, als ob du es gerade aus der Hülle geholt hast. Gerade, wo du es gekauft hast. Es ist quasi ganz frisch. Oh, das ist ja interessant zu wissen, weil ich habe mich früher mal gewundert, warum auch das wird ja eh nicht gespeichert, wenn du deinen Namen einträgst in so eine Liste. Daran liegt das. Ja, das kommt drauf an. Also, wenn das Spiel überhaupt eine Speicherfunktion hat. Weil zum Beispiel, ich glaube, Tetris hat überhaupt keine Speicherfunktion, die wird dann auch keine Batterie da drin haben. Ja, gut, okay. Das ist ja interessant. Das aber müsste, ich lerne immer neue Sachen hier. Sind denn die Cartridges dann mit Batterie, sind die denn dann wesentlich schwerer als die ohne? Ja, du musst das Spiel am Stück durchspielen, weil du sonst halt nicht speichern kannst. Nein, ich meine nicht, also... Ach so! Geil. Ja, stimmt. Kann man auch so verstehen. Ich habe auch überlegt, hey, was ist das für eine Antwort? Aber du meinst vom Gewicht her? Ja. Das, da ist so eine Knopfbatterie drin. Das so eine, die auch in eine Uhr reinkommt, in eine Uhr, die du am Handgelenk trägst. Ja. Nur ein bisschen größer, glaube ich. Ja. Ja. Dave ist gerade total fasziniert, ich merke das. Von meiner Dummheit? Nö. Nein, das hat. Nee, ich fand das nur witzig. Ich habe das auch erst gar nicht verstanden, was, dass du doch einfach eine Antwort gibst. Dann denke ich, ach so hat sie das verstanden. Ja, geht ja auch. Ich hab mich ein bisschen über die Frage gewundert, dass man, ist das schwerer. Dass dann man nicht abspeichern kann und dass es dann schwieriger ist, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, deswegen habe ich mich ja gewundert. Ja. Ich bin da gar nicht, gar nicht Dave, drauf gekommen, das auf, du denn, auf das Dave, Gewicht zu beziehen. Oh Dave, ey, natürlich ist das schwerer. Wenn ihr die vollendete Dummheit sehen wollt, liebe Leute, dann schaut bei Dave Dern TV vorbei. Ja, nein, oder bei Alex Plattermann 85. Ah, ich bedanke mich bei euch beiden. Ja, sehr jetzt, gerne. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du sowas sagst wie, nein, das stimmt doch nicht. Nein. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du aufgenommen hast. Ja, dass das du, ist, dass das wir dabei sein durften, meinte ich natürlich. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Jo. Es war ja schön, euch dabei zu haben, weil dann konnte ich mich so ein bisschen mehr auf das Spiel so konzentrieren, wenn es mal anstrengend wurde. Falls du dann irgendwann Mega Man 4 machst, bin ich auch gern wieder dabei. Ja, ich auch. Das dauert erstmal noch ein bisschen, bis Mega Man 4 kommt. Dann sind wir halt erstmal nicht dabei, ist okay. Aber ich mache ja noch andere Projekte, da kann ich euch ja auch wieder mit reinziehen. Das wäre dann fähiger. Weißt du, was auch mal geil wäre? Wenn wir so zu viert kommentieren würden mit dem Dönes. Ja. Mit dem Dönes. Am besten spielst du dann irgendwie so was ganz Schwieriges, so Tetris oder so. Nee, so ein Ninja Gaiden oder so. Okay. Oh ne. Richtig schwierig, kackenschwer das Spiel. Okay. Ist ein Deal. Auch ohne Batterien. Das hat, glaube ich, ein Passwort-System, meine ich, das Spiel. Also so wie Mega Man. Mega Man. Mega Man. Mega Man. Zum Abschluss sollten wir das alle mal gleichzeitig sagen. Wer zählt ein? Auf drei. Eins, zwei, drei. Mega, mega, mega. Auf, du hast auf drei gesagt, du Honk. Nach drei. Eins, ach, okay. Zwei, drei. Mega, mega Man! Tschüss. Tschüss.
Ciao. Haut rein.